Wir brauchen noch mehr über Geolokalisierung von Patienten. Wir brauchen noch mehr über Geolokalisierung in Gebäuden. Also wenn ich jetzt ans Krankenhaus denke, nur zu wissen, jemand befindet sich an folgender Koordinate, wäre es jetzt spannend zu wissen, ob es die erste, zweite, dritte oder fünfte Etage ist. Gerade wenn ich an Notfälle denke, gerade wenn ich an kurze Reaktionszeiten denke bei Patienten, die kritisch krank sind. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen mit verschiedensten WLAN-Optionen, Dinge, die wir uns als Ärzte vielleicht wünschen, aber uns ein technischer Versierter eher erklären muss, was eben geht und was nicht geht, dann eben wie beim Hackathon zusammenbringen. Und ich gehe fest davon aus, dass wir auch dieses Jahr wieder super Ergebnisse bekommen auf die Fragen, die wir einfach nur als Experten einstreuen können.